Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video bei YouTube, hier auf unserem YouTube-Channel. Heute Vlog 8. Ja, dieser Vlog ist in ein paar Themenpunkte unterteilt. Als erstes geht es ein bisschen um Leiter Sound Events, was es da Neues gibt und so weiter. Dann geht es um YouTube, um unseren YouTube-Channel. Heute ist wieder stimmlich alles perfekt. Dann geht es noch um meine persönliche Sache phil4u.de, beziehungsweise mich als Künstler als phil4u. Und dann war noch irgendwas? Fällt mir bestimmt irgendwann nochmal ein. Ja. Erster Teil, Leiter Sound Events, ja. Was gibt es denn bei uns Neues? Im Laufe der nächsten Tage werde ich auf der Website einige Videos einfügen, die ihr auch teilweise schon bei YouTube, denke ich mal, jetzt gesehen habt. Es gibt einige neue Aktionen bei uns, einige neue Sachen generell. Und ich werde auf der Website jetzt noch mehr mit Videos machen, gerade auf der Startseite, dass man sich da direkt ein paar coole Videos direkt reinziehen kann und ein bisschen gelockt wird. Ja. Außerdem haben wir jetzt demnächst bei uns das neue Promotion Pack. Das heißt, ihr könnt als Veranstalter für ein Event bei uns hinkommen und könnt sagen, ja, wir wollen bei euch das Promotion Pack mitbuchen. Das heißt, wir drucken für euch die Flyer, die Plakate, machen für euch die Facebook-Veranstaltung, falls ihr wollt, und laden Leute ein und ja, ziehen euer Event quasi groß auf. Und ja, das alles für etwas wenig Geld. Dann. Ja, dann gibt es natürlich wieder etwas Neues bei unserem Equipment. Und zwar haben wir wieder was Neues bestellt. Diesmal sind es 6 LED-Scheinwerfer in Paar 36 Ausführung. In welche Farbe weiß ich gerade gar nicht. Und das sind kleine, süße Scheinwerfer. Die haben auch nicht jetzt die Mega-Power. Die will ich auch gar nicht haben. Und zwar soll das nur so als Hintergrundbeleuchtung oder sogar als DJ-Set-Ausleuchtung dienen. Darüber wird es dann nochmal ein extra Video geben. Auf jeden Fall 6 Scheinwerfer sind demnächst noch in Anmarsch bei uns. Und dann geht es jetzt zur Facebook-Seite. Unsere Facebook-Seite hat mittlerweile, ich glaube, 125 Likes bekommen. Das ist natürlich wunderbar, darüber freue ich mich. Und das sollen aber dann natürlich noch mehr werden, das reicht mir nicht. Und deswegen drückt, gefällt mir, schreibt mit bei den Kommentaren, bei den Umfragen, was auch immer. Seid aktiv auf unserer Facebook-Seite und ich freue mich auf jeden Fall darüber. Link seht ihr jetzt eingeblendet. Und ja, dann noch Twitter. Wir sind natürlich auch bei Twitter vertreten. Da seht ihr immer die allerneuesten Neuigkeiten. Neuer geht's gar nicht. Und da seid ihr dann immer top informiert über alles, was bei uns hier gerade so abläuft. Als nächstes geht's weiter mit dem YouTube-Kanal, was das da jetzt wieder Neues gibt. Bis gleich.
weiter geht es mit YouTube. Da gibt es einiges Neues. Also unsere Videos werden jetzt definitiv noch cooler, noch besser. Und wir haben ab jetzt immer ein cooles Intro parat und werden unsere Videos jetzt auch noch besser bearbeiten als vorher. In einer besseren Qualität und so weiter. Also die Videos werden jetzt auf jeden Fall noch besser, auch inhaltlich werden sie noch besser. Ist ja nicht immer ganz so gewesen. Neue Themen kommen auf jeden Fall. Und ein nächstes Video wird ein Quick-Tipp sein zum Thema Isolierband. Ich denke mal, einige denken jetzt Isolierband in der Richtung Elektrik und Inneneinbau und so weiter. Ich stelle mir aber da ein viel geileres Konzept vor. Oder vielmehr, ich habe mir da was ausgedacht und das werde ich euch in dem Quick-Tipp präsentieren. Auf jeden Fall reingucken. Dann werden demnächst in den Videos immer mal wieder ein paar Gäste auftauchen und an den Videos hier teilnehmen und so. Werde ich nochmal genau was zu sagen, wenn es soweit ist und der erste Gast da ist und so weiter. Was habe ich noch da stehen? Ich muss gerade überlegen. Ja, dann natürlich noch demnächst ein Video Filzaufreger. Ja, ihr kennt natürlich die Videoserie von Fossi. Moment mal. So. Ihr kennt natürlich die Videoserie vom Fossi. Fossis Aufreger quasi überall bekannt und recht lustig gemacht und so weiter. Definitiv mal lohnt es sich, den Kram anzugucken. Und ich werde jetzt auch mal eine eigene Aufreger-Staffel starten, weil ich da dann auch so ein paar Sachen habe, über die ich mir das Hirn zerreiße und ich weiß nicht weiß, warum tut jemand sowas, warum... Ah, ja. Ich sammle gerade noch so ein paar Aufreger. Habe ich schon zusammen. Aber um ein schönes Video daraus zu machen, fehlt mir noch ein bisschen was. Mal sehen, was mir dazu noch einfällt. Ja, und dann habe ich natürlich noch, den Lightmanager 94, den Simon, den muss ich jetzt mal anstupsen. Wir müssen es endlich mal irgendwie kommunizieren. Wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Und zwar müssen wir endlich mal über die Lightcup-Idee nachdenken. Es war ja diese Wettbewerb-Idee von mir. Und ich fände es schade, wenn die Idee in Sand verläuft. Man sollte das auf jeden Fall umsetzen. Gleichzeitig auch noch was zu LA-Check. Dazu gleich mehr. Da könnte man diese Lightcup-Idee nämlich noch mit integrieren. Mehr beim LA-Check. Themenpunkt. OTSD Live. Ja, und da wären wir dann auch schon bei LA-Check. Bei LA-Check, da gibt es auch zwei Themenpunkte auf meinem Zettel. Und zwar als erstes mal ein großes Lob an die Jungs von Hubert Light & Sound, die LA-Check-Website tatsächlich nochmal um einiges verbessert haben. Und ich finde, die sieht jetzt echt richtig gut aus. Habt ihr also wirklich toll gemacht. Das muss ja auch irgendwann den Jungs mal sagen, weil sonst denken die sich auch, ja, ist halt jetzt schön, was wir da machen oder nicht. Ja, ist super. So. Und als zweites, ich hatte es schon mal im Forum von LA-Check angesprochen. Wie wäre es, wenn wir doch endlich mal eine Rubrik auf der LA-Check-Seite machen, wo es um den Themenpunkt Lightshows geht? Es gibt nichts, wo man sich an anderen messen kann. Man kann nur andere Lightshows sich angucken, aber das, man muss erstmal die Channels kennen, wo welche sind und so weiter und so fort. Und warum fasst man nicht alle Lightshows, die es so gibt, wie das normale Video einreichen bei LA-Check da zusammen, sodass wir da halt eine schöne Session haben und wo jeder reingucken kann, Lightshows sich angucken kann, bewerten kann und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich auch dann passend zur Lightcup-Idee, dass man da vielleicht dann im Zusammenhang was mitmachen könnte. So viel dazu. Somit wären wir dann auch schon beim letzten Themenpunkt angekommen, die Phil4U-Seite oder mich als DJ Phil oder auch Phil4U.
Ja, auf jeden Fall mitverfolgen. Geht mal auf meine Website auf philforyou.de. Da findet ihr auch alle möglichen Informationen über mich und so weiter und so fort. Natürlich könnt ihr auch mal meine Facebook-Seite besuchen und natürlich auch meinen Twitter-Tweet-Dingern folgen, so wie bei LTSE. Und ja, das war auch eigentlich schon der Vlog Nummer 8. Ein paar neue Infos und ja, als letztes wie immer zu sagen, practice and enjoy, und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt und so weiter, dann postet ihr auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, tschüss.